Hallöchen mit Öchen. Hallöchen, ja. Ups, Moment. Also nochmal, ich muss nochmal, ich habe gerade eine Warnung bekommen, der Ton fehlt. Deswegen muss ich mir mal wieder das böse Mikro hier ranholen. Ja, also Hallöchen mit Öchen, ich bin's wieder, die Katrin. Mal wieder ein neues Video, mal so ein paar Updates wieder von mir. Kilo, ja, Kilo, ich bin total frustriert. Es ist schrecklich. Diese Woche. Ich habe mich schon gefreut. Am Montag 100,0. Ich dachte, Wahnsinn, cool, 100,0. Wenn ich von Arbeit komme, ist es nachher bestimmt auf 99. Ja, jeden Tag auf die Waage. Zwei, dreimal. Scheiße, was ist denn da? 100,5, 100,2, 100,1, 100,0. Es geht die ganze Zeit. Dieses Scheiß-Federviech will einfach nicht zu mir. Ja, naja, jedenfalls nervt mich das zurzeit total. Ich will das unbedingt. Ich mache Sport und mache und es wird nichts. Ich hoffe, dass ich nächste Woche den Uhu, aber da kommt auf jeden Fall mal eine Sondersendung von mir, wenn ich den geschafft habe. Ich hoffe halt, dass es dann, vielleicht kommen wieder nächste Woche auf einen Schlag, vielleicht wieder 2 Kilo runter oder irgendwie, keine Ahnung, aber es ist halt. Es ist frustrierend und jeder, der mal in dieser Situation war, weiß ganz genau, was ich meine. Das ist so ein Ziel, was ich mir aber sowieso, also ich denke, bis Weihnachten ist das eh, also es war mein Ziel, einfach bis Weihnachten unter 100 zu kommen und das wäre eigentlich sowieso schon fast geschafft und von daher bin ich eh schon glücklich, dass das soweit schon. Oh, Wahnsinn. Aber ich kriege auch zurzeit immer mehr Komplimente auf der Arbeit auch. Also man sieht es jetzt wirklich schon sehr, sehr gut, dass da jetzt schon sehr viel weg ist. Also auch insgesamt am ganzen Körper. Meine Hosen werden zu groß. Letztes Mal auch schon gesagt, gell? Ja. So. Ansonsten. Jo, ansonsten gibt es eigentlich im Moment gar nicht so viel Neues. Weihnachten steht vor der Tür. Ich freue mich total schon auf Deutschland. Ich hoffe, weil, also jetzt kam irgendwie in Nachrichten eine Schneewalze, ein riesiger Schneesturm soll wohl über Deutschland fegen jetzt die nächsten Tage. Also ich bin mal gespannt, was das wird, wie es dann zu Weihnachten ist, weil das eine Jahr Weihnachten, wo wir in Deutschland waren, da war so hoher Schnee, dass am Straßenrand der Schnee 1 Meter hoch stand. Also das war dann schon ganz schön heftig. Man kommt dann auch schlecht durch mit dem Auto und überhaupt, wenn man. Da, wo meine Heimatstadt ist, da muss man dann immer, wenn man runter in die Stadt will, muss man berg runter, wenn man dann jemanden besuchen will, wieder hoch. Und das ist dann schon ganz schön müßig, wenn dann überall irgendwie, also kennt ihr das, wenn das so vereist ist? Wo so eine nasse Schicht erst unten war und dann oben wieder neuer Schnee. Und wenn es dann friert, dann kommt ja so wie so Gletschereis schon fast. Ja, also das mag ich dann überhaupt nicht, wenn man schon gucken muss. Da kann man keine hochhackigen Schuhe anziehen oder so, halt sowas. Ja, muss da echt vorsichtig laufen. Auch für die alten Leute ist das immer ein bisschen schwierig. Also ist eigentlich kaum was mit Spazierengehen und so. Ja. Ansonsten überleg, überleg. Ja, nö, ansonsten gibt's eigentlich gar nicht so. Wir sind gerade mal 3 Minuten rum, sonst reicht mir die Zeit nicht. Da bin ich schon wieder fast fertig. Ja, wie gesagt, also im Moment ist wirklich dieser Uhu, der frustriert mich irgendwie total. Ich hatte die Woche, wie soll ich sagen, einen kleinen Ausraster meinem Chef gegenüber. Ich akzeptiere den nicht so richtig als mein Chef, also egal. Ich habe einfach ihm mal meine Meinung gesagt. Ich hoffe, er kann mit leben. Weil vorher, viele haben einen immer so ein bisschen für ein bisschen so doof gehalten und man hat sich alles gefallen lassen, ja, dass man ja nichts sagt und ja keine Widerworte gibt, halt sowas. Und ja, das schaffe ich zurzeit nicht mehr, weil ich das nicht mehr zufressen kann. Und also es war ja schon so, dass ich das so über ein paar Wochen hin angestaut habe. Er hat mich sehr provoziert und schikaniert zum Teil auch. Also ja, die Bombe ist gestern geplatzt. Also nicht der große Chef, der Teamleiter-Chef. Ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich dem mal ordentlich die Meinung gegeigt. Mir war scheißegal, ob Konsequenzen kommen.
Aber es tat gut, es war wahnsinnig. Ja. Ja, entweder frisst oder soll mich, keine Ahnung. ja, also das ist auch so ein Thema, so dass irgendwie seitdem man nicht mehr so viel isst, dass man auch wirklich Sachen eher anspricht oder Sachen eher rauslässt, auch als vorher. Ich weiß nicht, vorher habe ich wahrscheinlich mit dem Essen auch meine Unzufriedenheit hintergeschluckt. Ich weiß es nicht. Das geht ja jetzt nicht mehr und es muss irgendwo hin, das muss irgendwo raus und das, ich übe da zurzeit auch wirklich so, das so man so ein, also ein Ventil zu finden, verbal halt. Ja, man muss halt schauen, dass man ihn nicht zu arg beleidigt oder so. Ja, aber man muss sich auch nicht alles bieten lassen. Man ist zwar doofer Arbeiter, aber wie soll ich sagen, man ist was wert und man hat eine Ehre und man sollte schon mit Respekt behandelt werden und nicht bloß, weil jemand da schlechte Laune hat, keine Ahnung. Alles fressen. Ja. Ansonsten, Cindy, ich warte mal wieder auf ein lustiges Video von dir. Es wäre mal toll, wenn du mal wieder irgendwas Cooles machst, so. Ja. Ansonsten, nochmal ansonsten. Ich sollte jetzt hier irgendwie auf dich ansonsten sagen. Ja, es ist Freitag, die Woche ist rum. Ich freue mich jetzt erstmal auf das geruhsame Wochenende. Hier draußen liegt schon Schnee ohne Ende. Gott sei Dank wurde ich heute abgeholt. Ich musste mich nicht mit dem Fahrrad durch den Scheißschnee kämpfen. Also wir haben schon 20, 30 Zentimeter Schnee auf dem Balkon oder Terrasse oder wie auch immer, dass man da schlüpft. Mein Hund freut sich über den Schnee. Das ist mein Hund, wollte ich ja mal irgendwann vorstellen, vielleicht im nächsten Video. Genie? Komm ich? Aber die lässt sich immer, die kriegt das immer mit, wenn ich irgendwie Kamera anhab oder irgendwas. Die schnallt das sofort, das ist so scheiße. Aber das nächste Mal werde ich sie vielleicht mal hier irgendwie mal filmen. Also sie ist jetzt auch gar nicht im Blickweite, dass ich die Kamera drauf richten könnte. Die hat sich irgendwo verschanzt, keine Ahnung. Ja. Also ansonsten grüße ich mal alle ganz, 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 ganz lieb. Anja, ich vermisse dich auch schon so langsam. Mach mal wieder ein Video. Wäre mal toll, mal wieder von dir zu hören. Ansonsten toi, toi, toi für alle. Also die, wie heißt sie? Ja, die Katrin hat ja den Uhu schon geschafft und meinte ja, wir sollen ihr folgen, der Dieter und ich und ja. Katrin, ich würde es gerne machen, aber es wird wohl doch erst nächste Woche. Ich weiß, dass dein Uhu sich alleine fühlt. Ja, naja. Rundum fühle ich mich zurzeit total pudelwohl. Mir wird manchmal ein bisschen schwindelig, wenn ich schnell aufstehe. Das ist so, auch so eine Sache, was manchmal, ich muss mal schauen. Wenn jemand weiß, woran das liegt. Kann er mir schreiben, ich trinke, ich achte darauf, dass ich trinke, ich achte darauf, dass ich meine Vitamine nehme. Ich weiß jetzt nicht, woran sich das mir immer so schnell. Also beim Sport geht's, das ist alles super, da kann ich auch reinhauen und alles. Es ist wirklich nur, wenn ich auf Arbeit, wenn ich mich bücke und wieder aufstehe, dann fahre ich Karussell. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Also ich vermute mal schon, dass es mit dem Magen-Bypass zusammenhängt. Irgendwas ist da, aber was genau das ist oder was es sein könnte, keine Ahnung. Vielleicht hat jemand schon mal einen Mangel gehabt, vielleicht liegt das vielleicht da dran, ich weiß es nicht. Ach so, ich wollte noch fragen, hat jemand von euch Erfahrungen mit Vita Sprint gemacht oder so? Ich finde es interessant, das ist irgendwie so Eiweiß mit Vitamin B12, denn dass jemand von euch vielleicht schon mal genommen hat oder was weiß ich, irgendwie schreibt mir mal bei Facebook oder so, also die, die mich kennen, schreibt mir mal und schreibt mir mal die Erfahrung damit. Also im Zusammenhang mit Magen-OP, ja. Ja, auch ganz liebe Grüße an die, die sich jetzt operieren lassen. Es gibt da einige, die wohl am 28.12. Termin haben, ein, 2 Tage vor Silvester, naja. Okay, das ist aber ein super Start ins neue Jahr. Ich wünsche euch toi, 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 viel, viel Glück. Und dass alles gut läuft und dass ihr alles super übersteht. So, und allen, die Anträge gemacht haben, ich wünsche euch eine schnelle Antwort. Ja, und alle diese gerade hinter sich hatten eine gute Besserung und schnelle Genesung. Ja. Ansonsten, ach so, Adipositas, Mef, wo bist du? Was machst du? Erzähl mal. Also, mach mal wieder ein Video. Lange nicht mehr gesehen und du hast ja bestimmt auch einiges zu berichten. Bitte, bitte auch mal wieder ein Video. Ich freue mich drüber. Ja. Ciao, ciao, ciao.
Ihr Lieben, ein wunderschönes Wochenende wünsche ich euch. Tschüss.